stelle mich mal kurz vor, ich bin der André Wang, ich spiele in Herzog Theodor von Gotland, so heißt das Stück, den Herzog Theodor von Gotland. Das ist ein Stück von Krappe. Ja, und ich bin Timo Tank und ich spiele auch in dem Stück Herzog Theodor von Gotland den Gegenspieler von Herzog Theodor von Gotland. Weil du ein Neger bist, du dummer Neger hier! Und zwar ist das der Feldherr der Finnen, der Oberbefehlshaber, und heiße Berdoa. Das zentrale Thema des Stückes ist der Mensch und wie weit man den Menschen bringen kann. Fasel mir hier nichts mehr von Völkerwohl und Völkergröße. Sohn, das sind Ideale. Ich schwöre, dass ich mein Herz verhärten will. Ich schwöre, dass ich mein Hoffen töten will. Noch niemand ging mit Idealen für der Menschheit wohl ins Leben, der es nicht als Bösewicht, als ausgemachter Menschenfeind verlassen hätte. Wie glücklich ist ein Vieh? Weil das ist wie so ein groß gewordenes, verzogenes, ekliges Kind, was macht, was es will. Und der springt mal so rum, dann spielt er wieder den König, dann ist er wieder ganz ängstlich und zurückgezogen. Also wahnsinnig gefährlich und unheimlich. Und irgendwo, also wo man denkt, ach Gott, der Arme. Und dann im nächsten Moment, um Gottes Willen, also da möchte man nicht in der Nähe von diesem Menschen leben oder so. Wo der Herzog dann seinen einen Grafen fragt, was unterscheidet denn den Helden von dem Mörder? Und da sagt der Graf, naja, die Anzahl der Erschlagenen, wer wenige totschlägt, ist ein Mörder und wer viele totschlägt, ist ein Held. So ein Selbstbewusstsein, was nur aus Selbstbewusstsein besteht, wo ein Zweifel existiert, glaube ich, nicht bei solchen Menschen. Und selbst die Fehler werden so gedreht, dass sie heldisch sind. Willst du denn nicht hören? Willst du denn nicht hören? Bin ich nicht ein Zweikönig? Nur glaubst du etwa einen Gott? Glaubst du einen Gott? Ach, die Religion, meine ich, kann man vertauschen. Ja. Doch das Gewissen nicht. Dass dein Glaube an den allgewaltigen Gott so narrisch ist wie dein Gehirn. Kenne ich zum Beispiel keine einzige, worin der Mord nicht schwer verboten wäre. Boom, boom, boom. Es ist sehr tragisch, es ist gleichzeitig aber auch, hat es sehr komische Stellen, die auch wirklich, also die nicht unfreiwillig komisch sind, sondern wo ich auch denke, dass gerade das durchaus im Sinn hatte, um überhaupt auch die Brutalität des Stückes irgendwie ertragen zu können. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass diese Mischung aus Faszination und Verstörung immer noch da ist. Deutlich da ist. Es ist halt sehr abwechslungsreich, auch in den Mitteln. Also es ist nicht immer irgendwie das Gleiche, sondern es gibt manchmal wirklich Szenen, wo dann ganz überraschend auf einmal die Ebene völlig gewechselt wird. Das sind wirklich so wahnsinnig. Wahnsinnige Gedankengänge und tolle Texte und eine Wahnsinnssprache, dass ich immer wieder, also ich habe niemals das Gefühl irgendwie, jetzt kenne ich es oder jetzt höre ich nicht mehr zu, sondern ich bin immer wieder dran und ich bin immer wieder jedes Mal aufs Neue erstaunt, was da wieder für Türen aufgehen nach unten hin und wie es sich immer wieder verschärft. Ja. Und ich würde mal die These wagen, dass das Stück zu Unrecht so selten gespielt wird. Kommt sehr gut, das ist wirklich toller Text. We'll be right back.